Dreharbeiten machen so Spaß. Da will man diesen Film einfach sehen. Das ist super. So ein Traum, auch immer wie mir jedenfalls, geht es so, mal einen Revolver umzuschnallen. Da sind wir Kinder. Die scharfe Hunde. Wir nennen uns die scharfen Hunde. Das hat Henry erfunden. Beim ersten Mal hat er gesagt, nee, spiel es anders. Wir sind scharfe Hunde. Da müssen wir dichter ran. Müssen wir mehr machen. Du, mein Kleiner. Im Drehbuch stand drin, also für meinen Teil, ich spiele so einen dickbäuchigen Betrüger, der keine Kondition hat. Bei solchen Rollen klingelt denn bei mir das Telefon. Tu, was die gehen. Na, was denn? Ja. Ich musste auch manchmal in den Takes lachen, weil es halt total lustig ist. Ihr könntet zum Beispiel unser Zimmer aufräumen oder unsere Hausaufgaben machen. Ja, aber hast du noch nicht genug Dreck von deiner Mama gekriegt? Oh Mann. Das ist ein Familienfilm. Also man kriegt ja die Erwachsenen und die Kinder mit. Die wunderschönen Settings, die wir hier haben. Die tollen Schauspieler. Du musst noch viel lernen. Und die wahnsinnig tolle Geschichte. Es ist erstaunlich, was es so hier für Locations gibt, die wie Amerika aussehen. Die sächsische Mulde, ja, sehr schön, sieht aus wie Mississippi. Soll ein Pferd sein? Es ist eine Ziege! Ich habe 2 Tage auf einem Maultier getrainiert und dann kam ich ans Set und dann stand da so ein ganz kleiner Esel. Also es gibt gar kein Maultier mehr. Reiten kann man den nicht wirklich. Tom und Huck machen sich ja total unabhängig von allem und leben ja das Leben, was sie leben wollen. Kinder zu sehen, die ganz anders leben und die für was kämpfen und so, die sich gegen so böse Buben wie uns so durchsetzen können und behaupten können. Das ist ein Lebensklassiker. Also ich glaube, so wie wir mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn aufgewachsen sind, wachsen die auch noch in 100 Jahren mit diesen Figuren auf. Ich werde dich nie mehr verlassen. Nie mehr! Freut euch, diesen Film zu sehen. Es wird super toll.